Freut mich wirklich, dass noch so viele gekommen sind. Ja. Wer bin ich? Beziehungsweise ich würde erstmal anfangen, Plan B, falls es für niemanden ein Begriff ist. In ein paar Sätzen zu fassen, ist es sehr schwer. Ich sag mal, wir Plan B GmbH bieten verschiedenste Lösungen im Microsoft-Umfeld für unsere Kunden bereit, sei es im Modern Workplace Design, als auch bei der digitalen Produktentwicklung mit Microsoft Services. Zu meiner Person, mein Name ist Görgis Goromichas. Ich würde es, wenn es für Sie in Ordnung ist, in diesem Rahmen, weil es dann für mich einfacher ist, sagen, Sie können mich einfach Gogo nennen als Spitzname. Ja? Und ich würde duzen, wenn es für alle in Ordnung ist, weil das fällt mir dann einfacher, einfach sagen, klickt, dann müsst ihr hierhin klicken, anstatt dann immer auf die Höflichkeitsform zurückzugreifen. Aber danach sind wir alle wieder per Sie. Ich bin bei Plan B seit 10 Jahren als Solution Expert. Das ist jetzt ein großer Begriff oder beziehungsweise auch einfach ein einfacher Begriff. Ich habe angefangen mit Entwicklung, habe ein BA-Studium gemacht bei der Plan B, habe entwickelt und in den letzten Jahren hat sich dahingehend entwickelt, dass ich als Lösungsarchitekt bei Kunden tätig bin, bekomme vom Fachbereich Business Cases oder irgendwelche Prozesse, die sie digitalisieren wollen und ich versuche das mit Software von Microsoft, die der Kunde bereits besitzt, umzusetzen. Also in dem Sinne verkaufen wir keine Software, sondern ich versuche, dem Kunden mit seiner Software weiterzuhelfen. Und das sind so Bilder, die mein Leben prägen, ja, also was ich so bin. Hund, habe Football gespielt, SharePoint schon seit 2010 habe ich das, an der Backe würde ich jetzt nicht sagen, aber tue ich mich damit auseinandersetzen. Espresso-Fan und arbeite am Wochenende ab und zu mal im griechischen Restaurant bei meinem Vater. So, jetzt wisst ihr, wer ich bin. Ich werde den ganzen Vortrag bis auf wenige Slides werde ich auf IT-Buzzwords verzichten. Ich bin auch nicht so der Fan davon, wenn man in Meetings dann immer mit irgendwelchen Begriffen um sich schlägt. Ich werde es in meinen Worten erklären, weil ich finde es immer angenehmer für einen ist. Und das sind die einzigsten zwei Buzzwords, die ich hier nennen möchte, weil das sind die Buzzwords, finde ich, die sehr eng mit der Low-Code-Entwicklungsplattform zu tun haben. Das ist einmal Low-Code-Entwicklungsplattform. Was ist das? Und einmal Citizen Developer. Der Begriff habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gehört. Was haben wir hier? Low-Code-Entwicklungsplattform ist nichts anderes als visuelle Applikationsdesigner per Drag-and-Drop, auch Baukastenprinzip sagen viele, zur Lösung, dass ich so mein Workflow zusammenbaue oder meinen Prozess gestalte. Ich muss nichts mehr entwickeln, das heißt, ich habe keine Programmiersprache, man vergisst kein Semikolon oder man vergisst kein Anführungszeichen. Und das Interessante bei der Sache ist, wenn ich Meetings mache und zeige das im Fachbereich, dann kann der Fachbereich sehen, wie der Prozess läuft und sieht nicht nur Code. Und das Coole ist, was mir schon oft passiert ist, dass der Fachbereich dann super Ideen eingebracht hat, weil er dann verstanden hat, wie die Logik ist. Und dann sagt er, ah, Moment, das haben Sie vielleicht falsch verstanden. Und dann, so kommt man dann schneller gemeinsam ans Ziel. Und das ist ein großer Vorteil von der Low-Code-Entwicklungsplattform. Und auf der anderen Seite ist der Citizen Developer, der sitzt quasi im Fachbereich. Ja? Er ist kein Programmierer, hat es vielleicht früher gelernt oder hat es in der Schule gehabt, im Studium, ist aber kein Programmierer. Kommt meist aus dem Fachbereich, das heißt, er ist vielleicht der frisch Studierte, wo er jetzt noch hinter der Technik ist und sich da auskennt, hat ein gutes technisches Verständnis. Genau. Obala, tut mir leid, der Punkt hat da nichts zu suchen. Das kommt nachher. Ich zeige die Low-Code-Entwicklungsplattform heute für euch anhand eines Beispiels, anhand von der Microsoft Power-Plattform. Wenn ich mal fragen darf, ist das für jeden ein Begriff? Ja? Ja, passt. Damit setze ich mich quasi seit zwei, drei Jahren auseinander. Microsoft stellt hier seine Low-Code-Plattform bereit. Das wäre zu einem Power BI. Power BI ist ein Tool oder ein Service, für den man Daten visualisieren kann, grafisch darstellen kann, beziehungsweise auch aufbereiten kann, analysieren. Das ist ein großes Thema. In einem Wort zusammenzufassen, habe ich einfach Aufbereitung benutzt. Als nächstes hätten wir die Power Apps. Das ist in dem Sinne Bereitstellung von Apps, User Interface, dass ich sehe, was ich machen kann, beziehungsweise dass ich den Prozess benutze.
Im Hintergrund, quasi, wenn ich die App benutze, habe ich Power Automate. Das ist der Workflow im Hintergrund, der irgendetwas macht. Ja? Der verarbeitet die Daten, der geht den Weg, wie er definiert ist. Und ganz neu ist Power Virtual Agents. Das ist ein Chatbot. Gibt es schon, ja? Aber das Interessante bei der Power-Plattform hier ist, die Sachen sind ineinander verknüpft. Ja? Das heißt, ich kann jetzt anhand von Virtual Agents sagen, wenn jetzt jemand, hallo, ich möchte gerne einen Tisch reservieren heute Abend, alles klar, dann wird es gemacht. Im Hintergrund kann dann ein Prozess losgestoßen werden, der mir in irgendeinen Eintrag in der Reservierungsliste macht. Ja? Als Beispiel. Da wir heute nicht so viel Zeit haben, würde ich mich beschränken, einmal auf die Power-Apps und einmal auf Power Automate, weil das sind so die Hauptdinge, die in meinen Augen Low-Code-Entwicklungsplattform ausmachen. Ja? Genau, kommen wir zur Power-App. Opa. In meinen Worten, Power-Apps ist da, um mobile Anwendungen zu stellen, sei es für iPad, auch ganz normal für den klassischen PC funktioniert auch, als auch für mobile Endgeräte. Das Interessante hier ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Baukastenprinzip schiebe ich mir meine Elemente zusammen. Man kann sich es vorstellen, ganz plump wie PowerPoint. Ich kann mir das dann zusammenziehen und kann im Hintergrund aber Logik einbauen. Zeige ich nachher noch. Wie wird das bereitgestellt im Unternehmen? Weil man möchte natürlich nicht seine interne App auf einen App Store bereitstellen. Weil da muss ja, man muss durch diverse Security-Tests, beziehungsweise Apple guckt da, glaube ich, selber drauf. Hier ist es so gemacht, dass Microsoft hat eine Power-App-App, die ist im Android Play Store als auch im iOS Store. Die installiere ich mir, melde mich mit meinem Account an von der Arbeit und dann kann ich innerhalb dieses Kontexts Apps bereitstellen. Und das heißt, dann sehen es nur meine Mitarbeiter bzw. die Kollegen, die ich hier berechtigt habe dafür. Und das ist mega interessant, weil das geht wirklich sehr schnell. Ich kann sehr einfach auf Unternehmensdaten zugreifen, um in diesen Apps zu benutzen, im Microsoft-Kontext, sage ich mal, aber auch außerhalb, wie jetzt zum Beispiel auf SharePoint-Listen oder auf Datenbanken. Und ich kann die Apps sehr einfach an Kollegen teilen. Wenn ich sage, das sollen jetzt alle meine Vertriebsmitarbeiter benutzen, dann kann ich das mit einem Mausklick für alle freischalten. Zum nächsten Thema, Power Automate, das verfolgt mich am längsten. Das ist quasi die Workflow-Engine im Hintergrund, die mich Prozessabläufe, Use Cases abbilden lässt. Das ist auch Baukastenprinzip. Einfach Drag and Drop, ich schiebe die Sachen rein. Es gibt vordefinierte Elemente, die kann ich benutzen. Kann aber auch selber Elemente entwickeln, wenn etwas nicht da ist. Ja. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es für den Fachbereich einfach lesbar. Die Kollegen kommen, sehen, ah, alles klar, der macht es so, aber könnte man nicht vielleicht was anderes machen, beziehungsweise einen anderen Weg einschlagen. Ebenfalls der gleiche Zugriff auf Unternehmensdaten, das ist dieselben Quelle, dazu komme ich gleich, und Teilen von Lösungen auch für Kollegen. Unternehmensdaten. Jetzt kommt eine Slide auf Englisch. Wie sieht das aus? Wie greife ich auf Unternehmensdaten zu? Microsoft stellt hier, ich meine, aktuell sind es über 330 Konnektoren bereit. Das ist jetzt nicht in dem App Store oder in irgendetwas, die sind einfach mit drin, die kann jeder benutzen. Diese Konnektoren sind nichts anderes als API-Schnittstellen zu Services. Ja? Da sind interne Services dabei, wie die SQL-Datenbank, wie eine SharePoint-Liste oder To-Do von Microsoft, als auch Facebook, Twitter, Dropbox, diverse anderen Anbieter und es kommt wirklich täglich dazu. Ich habe es gestern geupdatet, also vor ein paar Monaten waren es 270 und jetzt sind wir bei 330, also das springt an. Guter Punkt ist hier noch, okay, jetzt sind das alles Online-Services, aber ich habe ja auch Daten, die vielleicht auf dem Server sind, ich kann es nicht migrieren ins Internet oder da gibt es nichts Neueres, was meine Bedürfnisse stillt. Hier bietet Microsoft so ein Gateway an, dass ich auf dem Server installieren kann und da kann ich auch auf Daten, die lokal auf irgendeinem Server sind, zugreifen und die dann mit in meinen Prozess integrieren. Das heißt, ich enable dann quasi lokale Server, die jetzt keine Schnittstellen haben und kann die Daten mitbenutzen, falls sie wichtig sind. Darf ich gleich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Gibt es da auch schon Konnektoren zu ERP-Systemen? Ja. Ja. Ja, zu gängigen ERP-Systemen?
Also vor wenigen Wochen kam offiziell der SAP-Connector raus, mhm. ja. Aber müsst mal gucken, ob es eventuell bei Ihnen etwas passt, ob es da ERP, von Ihren ERP-Systemen, die Sie benötigen. Ansonsten kann man die auch selber entwickeln. Ja, das funktioniert auch. Das ist nichts anderes, als einfach eine Schnittstelle zu definieren. Welche Daten kommen rein, wie kommen, sollen sie rauskommen? Das ist, im Grunde ist das kein Hexenwerk. Ja. So, und dann würde ich loslegen. Aber Leute, ich habe die Agenda vergessen. Da ist sie, ja. 9 Uhr bis 10.15 Uhr, dann machen wir 15 Minuten Pause und 10.30 Uhr, dann bis 12 Uhr durch. Ich versuche eine halbe Stunde vorher Schluss zu machen, dann können wir noch eine kleine Fragerunde machen. Wenn nicht, ich habe noch was im Petto. Ich würde dann einfach mal anfangen mit der Demonstration. Ich habe 3 Use Cases mitgebracht. Der erste Teil ist Basic und im zweiten Teil gehe ich mal auf ein bisschen Ausblick, was Microsoft noch bietet. Und die, im zweiten Teil sind viele Sachen sogar nur noch in der Preview. Das heißt, noch nicht empfohlen, sie zu benutzen, aber sie können wirklich schon bei Prozessen helfen. Und man kann hier auch lernen, sehr viel lernen, ja, bei den Previews. Fangen wir an mit der ersten Demonstration. Verarbeiten von Twitter-Posts. Warum ist das interessant? Mag sich der eine fragen. Für Social-Media-Unternehmen wahrscheinlich mega interessant, aber die haben vielleicht hier schon andere Lösungen. Für unsere Kunden ist es interessant in dem Sinne, wenn jetzt Microsoft hat ja seinen O365-Service und wenn es da Outages gibt, da gibt es irgendwelche Probleme. Wo steht das? Der offizielle Kanal ist auf Twitter. Dort ist der offizielle Microsoft-Kanal, wo die posten, heute hat SharePoint Online Probleme. Bitte Nachsicht, wir posten, wenn es wieder geht. Und dann ist es natürlich interessant, wenn wir diese Information irgendwie an unsere Service-Mitarbeiter weitergeben, damit die nicht die ganze Zeit Anrufe bekommen, SharePoint geht nicht, was ist heute los? Dann sagen sie, liegt nicht an uns, tut mir leid. Wie sieht das aus? Das ist quasi die Home-Seite von Flow, von Power Automate, hieß Flow bis vor ein paar Monaten, Power Automate jetzt. Und da habe ich alle meine Flows gelistet und ganz unten hätten wir den Twitter-Flow. Da gibt es dann eine Detailseite für jeden Flow. Da kann ich mir die Historie angucken, das ist sehr interessant, dass ich sehen kann, okay, wann ist er das letzte Mal gelaufen, wer hat ihn getriggert, und wie sieht denn aus, wem gehört denn der Flow? Und jetzt würde ich einfach mal reingehen, um die Struktur eines Flows zu zeigen. Mach mal alles auf. Ein Flow ist immer gleich. Das erste Element ist der Trigger. Das heißt, was startet den Flow? Was bewegt ihn dazu, jetzt zu starten? In unserem Fall ist es, wenn der Kanal MSFTS 365 Status etwas postet, das ist der Microsoft-Kanal für die Inzidenz. Wenn die was posten, dann geht der Flow los. Kann in Europa bis zu 5 Minuten dauern, bis das losgeht. Ja? Da gibt es so ein kleines Zeitfenster, wo sie sagen, in der Range wird das geöffnet, wird das gestartet. Und dann geht's. Und wenn das getriggert wurde, dann bekomme ich schon den Post mit und alle Daten von dem Post mit. Dann kann ich hierher gehen und in der Condition, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, ich kann nicht jeden Post benutzen von einem Twitter-Account, weil auf Twitter kann man posten und antworten. Und die Antworten auf irgendwelche Fragen von irgendwelchen Leuten interessieren mich in dem Sinne eigentlich nicht. Deswegen filtere ich hier nur die Posts raus, weil die Posts sind das Wichtige. Und dann frage ich das ab, sage in der Condition, ist die Antwort der Länge größer als 0? Da zähle ich quasi die Characters, die Buchstaben. Ja, nein. Wenn es 0 ist, kommt es in Terminate rein. Das heißt, ich beende den Prozess. Ich muss ihn hier auch beenden, weil sonst läuft er ewig, beziehungsweise läuft er halt ins Leere. Und das ist immer nicht schön. Prozessdesign technisch sollte alles ein Ende haben. Und auf der anderen Seite habe ich dann ein Teams-Post. Teams ist ist ein Service von Microsoft, wo man kollaborieren kann. Ich kann Dokumente teilen, ich kann chatten. Ich habe so eine Pinnwand wie auf Facebook, wo man dann Informationen teilen kann. Und dann poste ich es einfach hin. Beziehungsweise in dem Fall poste ich es an die Service-Mitarbeiter, damit die Bescheid wissen vom Support.
Und dann sieht es so aus, ich kann dann hier das Team bestimmen und dann kann ich in der Message, kann ich reinschreiben. Wenn ich jetzt hier reinklicke, dann öffnet sich ein Dropdown-Menü. Und hier habe ich alle Informationen, die ich von dem Twitter-Post bekomme, zur Verfügung. Das heißt, hier kann man das lesen, ja, oder? Da steht, wann ist er erstellt worden, die Beschreibung des Twitter-Posts, von wo, Location of the User, der Name von dem User, der den gepostet hat. Also da sind alle Informationen vorhanden, da kann ich damit arbeiten. Genau. Wie sieht das Ganze dann auf Teams aus, wenn ich so einen Post habe? Habe ich schon ein bisschen länger laufen, den Post, weil wenn man so Demonstrationen macht, dann ist gerade in der Minute passiert natürlich nichts. Da sehe ich dann, Microsoft hat am 6.3. um 1.25 Uhr nachts gepostet, das Potential Issue with SharePoint Online and OneDrive for Business. Und 3 Stunden später posten sie, hat sich wieder erledigt, haben wir gefixt. Ja. Mega interessant, weil wenn jemand kommt, irgendein Arbeiter, nachts ging irgendwas nicht, dann kann man sagen, bitte versuch's nochmal. Ja. Genau. Jetzt zeige ich mal kurz noch. Ja? Sorry. Kein Problem. Conditions sind die, ich sag mal, frei definierbar, ja, oder ist das ein hinterlegtes Regelwerk? Das ist Regelwerke? Ja und nein. Also es ist, ich kann das Regelwerk ja bestimmen. Ich habe einen Kontext, das zeige ich gleich. Mhm. Da kann ich sagen, wenn diese Variable größer, kleiner, gleich etc. als irgendwas anderes ist. Meine Frage geht dahin, kann ich da selber einen Formalismus hinterlegen? Ja. Mit dem auswählen, sondern selber auch frei hinterlegen. Ich kann auch eine Formel. Ja, kann ich auch machen. Okay. Kann ich auch machen, das zeige ich gleich. Was auch noch interessant ist, um nachzuvollziehen, ist, wenn ich eine Historie an Flow mir angucke, der gelaufen ist, dann kann ich genau angucken, welchen Weg er eingeschlagen hat und welche Informationen hier verarbeitet wurden. Das ist in dem Sinne auch interessant, wenn irgendwelche Probleme sind, warum hat das Dokument jetzt, ist es nicht genehmigt worden, da kann ich immer gucken, ah okay, ja, es ist nicht genehmigt worden, weil hier zum Beispiel, warum ist das nicht gepostet worden, das ist doch wichtig gewesen, nein, weil das war eine Antwort, ja, und der hat dann, die Condition hier war false, war true in dem Fall und ist dann nach links gegangen, ja, also die grünen Haken zeigen mir den Weg, die er gegangen ist. Okay. Ja, in der Condition. So, hier drinnen, das ist das, was ich jetzt so auf deine Frage zurückkommen wollte. Ich habe hier Length und hier habe ich eine Formel hinterlegt. Das heißt, ich habe hier schon vordefinierte Expressions, die mir Microsoft bietet, wie Länge, ich habe Vergleichsoperatoren, ich habe If-Abfragen und ich benutze Länge, Length und in Length packe ich dann, das kann ich auch mal nachmachen, mache ich User Mentions, genau. Ah, genau, so war der Weg. So, ich kann jetzt Length benutzen, ja. Und jetzt weiß ich, jetzt will ich mir die Information holen, ob in dem Post von Microsoft ein User gementioned wurde, weil Microsoft macht das, wenn sie auf Antworten klicken und das filter ich, ja. Jetzt kann ich hierher gehen. Ich lösche das mal raus. Schreibe Length rein. Und dann kann ich wieder rüber switchen auf mein Dynamic Content und kann mir hier dann rauswählen, wo steht User Mentions. Muss ich alle See More klicken? Wahrscheinlich bei U, ja? User Mentions. Gib das ein und er packt das dann quasi schon in Textform. Ja? Und dann kann ich das updaten und speichere das Ganze und das war's. Das passt. Dann kommen wir mal zum zweiten Use Case. Investitionsantrag mit Genehmigung. So ein Genehmigungsantrag ist der Klassiker, ja, zeigt Microsoft auch immer auf seine Veranstaltungen. Dann würde ich mal anhand von diesem Use Case Flow zeigen und wie man eine Power-App baut. Ich habe schon vorbereitet eine Liste im Hintergrund.
Wir haben quasi der Use Case ist, wir haben Investitionsanträge, eine Liste, wo wir Anträge stellen können. Und ich möchte, dass man das über die App macht und nicht über den Desktop-Client. Ja? Wie geht das Ganze? Ich habe diese Liste, die ist schon fertig. Ich habe Antrag, das ist der Name des Antrags, ich habe eine Beschreibung, was es machen soll. Der Antragsteller, das ist ein Personenfeld, also in dem Fall wäre das quasi unser User. Ich habe eine Summe, das ist eine Zahl, die Abteilung, von wo der Antrag kommt, damit wir wissen, wer der Antrag genehmigen soll. Und ich habe die Antwort, ist es genehmigt oder nicht. Ja? Oder ist es vielleicht noch ausstehend, weil der Kollege ist im Urlaub. So, dann würde ich als erstes eine Power App bauen, die mir erlaubt, hier Daten anzulegen. So, das Ganze geht über Power Apps, ja? Also make.powerapps.com, aber man hat ja die Links sowieso in seinem Portal. Hierüber kann ich sagen New App und da kann ich entscheiden, es gibt Canvas App, Model Driven App und Portal, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ganz kurz, Model Driven App ist ein bisschen breiteres Thema, da sind andere Services mit inbegriffen wie Dynamics, unter anderem bei dem Thema und Portal ist Portal mit externen Kollegen, dass ich ein externes Portal bereitstelle. Aber das würde das hier ein bisschen sprengen, deswegen begrenzen wir uns auf Canvas Apps. Das ist quasi dieses Baukastenprinzip, wie ich schon gesagt habe. Und dauert jetzt ein bisschen, bis sich das öffnet. Und hier wollen wir jetzt, was wollen wir hier machen? Am liebsten hätte ich ein Formular, wo ich die Felder drin habe und dann möchte ich einmal Cancel drücken und einmal Absenden drücken. Mehr will ich nicht. Ja, nichts passiert. Genau. Okay, der andere war irgendwie nicht richtig. Also, ich bin auf Home, Canvas App und kann dann hier den Namen eingeben. Ich mache mal Invest Request IHK und da kann ich mich entscheiden, ob es ein Tablet-Format ist, beziehungsweise Desktop-Client oder Phone-Format. Mach mal Phone. Erstell das Ganze. Jetzt macht er was. Also wie gesagt, ich möchte einmal das Formular oben haben und dann möchte ich unten zwei Buttons haben. So sieht es aus, so sieht es leer aus. Mein erster Schritt ist, dass ich mich auf Unternehmensdatenzugriff baue. Das geht hier rüber, dass ich Data Source mir anklicke und dann bekomme ich schon die Konnektoren, von denen ich gerade gesprochen habe, bekomme ich hier ausgewählt. Da kann ich alle Konnektoren nehmen, aber in meinem Fall ist es der SharePoint-Konnektor, weil ich möchte auf SharePoint-Daten zugreifen. Wähle den aus, sag mit welchem User, also mit meinem aktuell eingeloggten User. Dauert das ein bisschen, bis der sich hier authentifiziert im Hintergrund. Und dann sagt er mir, auf welcher SharePoint-Seite, von wo möchtest du die Daten holen. Dann sage ich, von der Demo IHK. Und er zeigt mir auch nur die Seiten an, wo ich Berechtigung habe, weil sonst könnte jeder alles machen. Und dann sagt er mir, okay, ich habe hier zwei Listen gefunden, einmal Documents und einmal Investitionsanträge. Möchte ich die zweite nehmen und connecte mich. Das heißt, jetzt habe ich das. Jetzt habe ich diese Data Source. Jetzt muss ich sie quasi mit meiner App verbinden. Das geht... Nee, das kommt jetzt. Jetzt haben wir hier einen leeren Bildschirm. Ich möchte das Formular von der SharePoint-Liste hinzufügen. Dann kann ich hier oben auf Insert gehen und hier sehe ich dann quasi schon so Möglichkeiten, was ich hinzufügen kann. Ich kann einen neuen Screen hinzufügen, ich kann Labels hinzufügen. Das ist nichts anderes als ein Block. Kann ich den Text leer lassen. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, das ist ein bisschen ähnlich wie Excel. Ja? Hier oben mit der Formularbar und ich habe hier verschiedene Attribute. Ja, wo ich quasi sagen kann, da soll was passieren, wenn ich on-click mache oder on-select. Wenn ich quasi dieses Element hier anklicke, soll etwas passieren. Aber in meinem Fall will ich das einfach nur, benutze ich das einfach nur als Farbe. Orange. Hm. Buttons, Text, Input, Gallery, da gibt es massig Varianten. In unserem Fall wollen wir ein Formular hinzufügen, quasi ein SharePoint-Formular. Dann gehen wir mal hier auf Form und sagen Edit.
schieben wir das, damit es ordentlich aussieht, hier hin. Und auf der rechten Seite sagt er mir schon, ich habe keine Daten, möchtest du dich irgendwie verbinden mit irgendwelchen Daten? Sage ich, klar, mit der, wo ich hier schon habe, der SharePoint-Liste. Und er rödelt im Hintergrund und holt sich die Information von der Liste und sagt, alles klar, Kollege, das sind deine Eingabemöglichkeiten für diese Liste. Und da kann ich sagen, das sind alle meine Felder, Titel interessiert mich nicht, Antragsteller, das ist wichtig für mich, die Summe ist wichtig, genehmigt ist nicht wichtig, weil das soll der Endbenutzer nicht sehen, kann das rauswerfen, Attachments sind auch nicht wichtig und der Antrag soll doch bitte ganz oben stehen, dann ändere ich hier noch die Reihenfolge, die Beschreibung drunter, damit es alles seine Richtigkeit hat. Und unter dem Antragsteller passt auch die Abteilung. Und links ändert sich das Ganze live. Das heißt, so würde jetzt die App erstmal aussehen. Ja? Jetzt will ich die Daten natürlich abschicken, packe ich einen Button hinzu, kommt direkt auf mein Screen, packe den mal hier hin, ja? Kann den Text ändern. Ich habe jetzt dieses Element ausgewählt, somit habe ich hier links meine Attribute. Und dann suche ich Text, heißt Button, ich möchte hier einfach abbrechen, sag abbrechen und einen zweiten Button füge ich hinzu und sage senden. Daten senden, abschicken, das ist so. Jetzt passiert erstmal nichts. Ja? Die Button sind ja erstmal, senden. Jetzt passiert erstmal nichts. Button sind einfach da, ich drücke und nichts passiert, weil wir keine Logik hinterlegt haben. Was müssen wir hinterlegen? Wir müssen einmal bei Abbrechen sagen, leere die Felder, die du befüllt hast, oder ganz einfach, lad das Formular neu, dann sind sie eh weg. Ja? Und bei Senden muss ich sagen, ich bestätige das, bitte schick das an SharePoint. Wie funktioniert das? Ich klicke auf Abbrechen, auf den Button, ich selektiere den Button, und suche mir die Eigenschaft onSelect. onSelect ist sowas wie bei Klick, wenn das angeklickt wird. Ja? Und hier ist jetzt false hinterlegt, aber hier kann ich jetzt eine Formel hinterlegen. Und hier müsste ich jetzt sagen, ich guck ab, weiß ich auch nicht, was wenn nicht. Weil wir ja gesagt haben, wir möchten eine neue Form laden, also die Form hier oben. Dann kann ich New Form, bekomme hier auch schon Vorschläge, sage New Form, mach die Klammer auf und dann muss ich jetzt sagen, welche Form soll denn neu geladen werden. Und in meinem Fall ist es die Form 1. Weil die Form hier hat den Namen Form 1, kann ich auch umbenennen, wie ich möchte. Ja? Und dann kann ich die Klammer zumachen und das war's. Jetzt können wir das Ganze testen. Kann ich Preview machen. Jetzt steht da No Items to Display, dazu komme ich gleich. Aber wenn ich jetzt auf Abbrechen drücke, dann erwarte ich eigentlich, dass ein neues Formular lädt. Und das macht er auch, ja. So, gehe ich zurück. Jetzt haben wir ja gerade gesehen, das war leer, weil das Formular ist erstmal sehr, das weiß nicht, was das machen soll. Es ist einfach da, aber es hat jetzt nicht den Befehl, ich soll laden, ich soll ein neues Formular darstellen. Dabei helfen wir uns einfach, ich klicke auf den Screen ins Leere. Somit habe ich quasi diese von dem Screen die Eigenschaften und kann hier sagen, onVisible. Ja, das missbrauche ich quasi und sage, wenn der Screen angezeigt wird, dann lade mir das Formular. Genau. Und wenn ich jetzt teste, hoffentlich, ist es dann gleich da. Genau. Auch ziemlich schnell, also hat es keine Ladezeit gebraucht. Genau. Und jetzt kommt dann der interessante Part, wie kann ich die Sachen zu SharePoint wegschicken. Das Coole an der Sache ist, der Connector weiß, was er mit Senden anfangen soll. Das heißt, ich habe den Senden angeklickt, suche mir hier wieder mein onSelect und sage Submit Form, das ist quasi bestätige, ja? Ich bestätige die Eingabe upsala, und gebe hier wieder Form 1 ein und somit sendet er es weg. Wenn wir das jetzt so speichern, dann bleiben die Informationen auf meinem Formular, vielleicht möchte ich mehrere Anträge machen, deswegen kann man hier mehrere Formulare hinterlegen und dann sage ich einfach, wenn du es bestätigt hast,
Wenn das fertig ist, dann mach sofort wieder New Form, damit mein Kollege gleich wieder neue Anträge schicken kann. So. Das können wir jetzt abspeichern. Und dann würde ich es dann mal für einen Mitarbeiter freigeben. Wie speichere ich das ab? Steuerung S funktioniert. Bei Save. Achso, ja, tut mir leid, das ist ja ein initiales Speichern. Also ich muss jetzt hier einen Namen habe ich hier. Dann sage ich Investor Request IHK ist komplett richtig. Speichere das Ganze, nachdem es gespeichert ist, sagt er mir, möchte es auch im Unternehmen publizieren, beziehungsweise sollen die Kollegen, die darauf Zugriff haben, wer soll darauf Zugriff haben? Ich kann jetzt hier Share klicken und kann jetzt hier, könnte ich jetzt hier meine Kollegen hinzufügen, die die App mit benutzen sollen. Ja? In meinem Fall habe ich die gemacht, ich habe sowieso Zugriff darauf, weil ich sie gemacht habe. Und wie sieht das Ganze aus? Das dauert jetzt eine Minute, tut mir leid, aber ich habe dieses Konzept auch erst gelernt, dass man das sharen kann und ich finde das sehr cool. Audio aus. Genau. Also das bin jetzt ich mit meinem Handy und dann kann ich hier auf dem Handy meinen Bildschirm teilen und dann sieht man das. 3, 2, 1. Wenn es ein bisschen langsam ist, tut es mir leid. Ist ein bisschen träge immer. Genau. Das ist diese Power App App, die ich sehe, die lilane. Und die ist im App Store verfügbar und ich habe die jetzt quasi, habe mich dort angemeldet mit meinem Account. Und da ich gerade die App publiziert habe, die ich hier gebaut habe, sollte ich sie hier zur Verfügung haben. Ich öffne mal die App und dann lädt er mir alle Apps, die ich habe. Und noch ist nichts. Lade mal kurz neu. Und ganz unten taucht sie auf, Invest Request IHK. Drückt da drauf. Öffnet er die App. Und dann habe ich die App, die wir gerade gebaut haben. Können wir mal kurz was eingeben. Städtische Beschreibung. Deshalb Antragsteller. Kann ich jetzt jeden eingeben? Ja. Ich benutze mich. Man kann auch hinterlegen, dass der aktuell eingeloggte User der Antragsteller ist, aber das benutzen wir meistens nicht, weil kann ja sein, dass jemand ein Assistent oder so für jemand anderen einen Antrag stellen will. Und dann kann ich hier in der Dropdown die Abteilung auswählen und die Summe ist 500 Euro und kann das Ganze absenden. Und im besten Fall lädt er mir das Formular neu und brauchen wir nachher nochmal. Genau. Jetzt habe ich in der Liste, ist schon geupdatet. Ja, steht hier unten. Da ist mein Antrag. Jetzt habe ich nur ein neues Element. Gut und schön. Aber jetzt soll ja was damit passieren. Das heißt, ich muss eine Logik dahinter bauen. Das war jetzt nur das Frontend, deswegen User Interface. Jetzt möchte ich da eine Logik dahinter, dass jemand muss das genehmigen. Jemand muss diesen Eintrag, den ich gemacht habe, genehmigen. Und das beschreibe ich am besten in einem Flow. Dafür gehen wir in Flows. Dann würde ich mit Ihnen, damit Sie gerade wieder bei der Power App sehen, einmal durch den ganzen Prozess gehen. Machen wir über Home, wenn wir sicher zu gehen, ging vorhin nicht. Nochmal Flows. Was ist der Trigger? In unserem Fall, neues Item wird in der Liste erstellt. Das heißt, ich gehe auf New und ich kann hier schon auswählen, ist nicht zwingend notwendig, aber ich sage Create from Template, das Microsoft hat so einen internen Template Store, wo schon vordefinierte Flows vorhanden sind, die kann ich benutzen oder ich baue es einfach selber. Ich sage, ich baue es selber, also die Blanks hier und es ist Automated. Automated, wenn ein neues SharePoint-Item erstellt wird. Wird er mir hier schon vorschlagen. Ist das eines der gängigsten Szenarien. Ja? Kann ich auswählen und dann kann ich meinem Flow noch einen Namen geben. Investitionsantrag.
und drück auf Create. Jetzt ist das sehr leer. Ich kann jetzt hier oben die Site-Adresse eingeben. Also quasi konnektiere ich mich wieder auf meine SharePoint-Liste, so wie ich bei der Power App gemacht habe. Und dann schlägt ihr mir hier nur, auch nur die Seiten vor, die ich habe. Das ist in meinem Fall die Demo IHK. Welche Liste? Investitionsantrag, Anträge. Und das ist der Trigger. Das heißt, wenn jetzt ein neues Element reinkommt, wenn ich das gleiche nochmal mache, dann springt der Trigger an. Was machen wir als nächstes? Als nächstes wäre ganz cool, dass der Mitarbeiter sieht, okay, das Ganze ging los, weil mein Antrag steht auf ausstehend. Irgendetwas, damit der Endbenutzer sieht, da passiert was. Weil ich habe einen Eintrag gemacht, nichts passiert. Wäre ja cool, wenn dran steht, ausstehend. Das heißt, dann updaten wir das aktuelle Element. Da kann ich hier oben die Suchbox benutzen und drücke Update ein. Und dann macht ihr mir schon riesen Vorschläge. Und ich sage hier, das SharePoint reicht mir, Update Item. Und dann kann ich jedes Item updaten, auch von anderen Listen. Ja. In unserem Fall wollen wir aber die gleiche Liste benutzen als Quelle. Macht das gleiche nochmal. Und jetzt geht's los. Jetzt merkt ihr schon, das ist das Item und du hast die Felder. Welches von diesen Feldern möchtest du updaten? Ja? Und welches Item überhaupt? Weil das ID ist mandatory. Pflichtfeld, das ist ein Pflichtfeld. Ich drücke drauf und dann sagt er mir schon, wahrscheinlich willst du ID von dem Trigger, when item is created. Der kategorisiert mir quasi alle meine Informationen, weil ich kann ja davor mehr Prozesse haben, mehr Steps, die mir auch andere Daten liefern. Und dann kann ich hier, da gibt es dann eine riesen Liste teilweise und dann kann ich genau das auswählen, was ich brauche. In meinem Fall ist es die ID von dem Element, damit wir das zuordnen können. Und ich möchte alles so lassen, wie es ist, möchte aber bei Genehmigungen schreibe ich ausstehend rein. So. So schön, so gut. Jetzt steht da ausstehend. Jetzt möchte ich natürlich dann einen Approval starten. Das heißt, irgendjemand soll einen Genehmigungsantrag bekommen. Da gibt es diverse Möglichkeiten mittlerweile. Ich kann das über Microsoft Teams machen, ich kann das über Outlook machen oder ich benutze in Flow ein eigenes Approval-Konzept, das hier existiert. Das benutzen wir jetzt mal. Da gebe ich Approval ein und sage Start and Wait for Approval. Das heißt, der Flow würde ein Approval starten und wartet so lange, bis eine Antwort kommt. Ja? Und dann sagt er mir, was für einen Typ von Approval möchtest du haben? Da gibt es dann einmal, alle müssen Ja sagen, nur einer reicht. Und bei uns reicht nur einer. Der Erste, der antwortet, die Antwort nehmen wir. Die anderen haben Pech gehabt, ja, wenn es mehrere Approver gibt. Und dann sagt er mir schon, okay, was ist der Titel von deinem Approval? Und sage ich, Antrag, Doppelpunkt, also kann auch ganz normal Text reinschreiben. Dann mache Investitionsantrag und kann mich dann rechts, ist schon aufgepoppt, an den Variablen bedienen. Das heißt, im Header würde ich den Antrag nehmen, was der Kollege eingegeben hat. In unserem Fall war es Stehtische. Assigned to, das ist eine E-Mail-Adresse. Da kann man auch auf irgendwelche Listen zurückgreifen und das Ganze dynamisch halten. Ich gebe das jetzt mal händisch ein. So. Ich hoffe, das ist die E-Mail-Adresse von dem Administrator. Details wäre vielleicht die Summe interessant, ja? Beziehungsweise erstmal die Beschreibung. Weil ich will ja wissen, für was er die Stehtische braucht. Das Assigned to, wäre es immer eine E-Mail-Adresse oder könnte ich das jetzt auch im Teams an ein bestimmtes Team schicken? An ein bestimmtes Team nicht. Da könnte man aber den Genehmigungsantragsprozess über Teams laufen lassen. Das heißt, ich würde dann nicht das benutzen, sondern ich poste in Teams ein Choice Field, nennt sich das, so Choice-Möglichkeit, ja. Da steht dann Ja, Nein. Und der Erste, der antwortet, da passt es. Dann kann man es an ein bestimmtes Team posten, genau. In unserem Fall ist es jetzt der Vorgesetzte oder wir können auch eine externe Liste haben, eine andere Liste haben, wo wir das dann, wo wir so ein kleines Organigramm haben. Wer ist der Vorgesetzte von wem? Können auch mehrere sein. Ja. Beschreibung, packen wir die Beschreibung rein und Schrägstrich Summe ist auch noch klar. Das ist wichtig. Haben wir Investitionssumme genannt. So. Das ist jetzt ein Approval.
jetzt müssen wir natürlich weitermachen, jetzt müssen wir eine Condition hinzufügen. Was passiert bei Approve und was passiert bei Reject? Können wir einen neuen Step machen. Und hier gibt es diese Controls. Das sind diese, was wir vorhin angesprochen haben, diese von Microsoft out of the box. Da haben wir so Switch Case, kennt man vielleicht vom Entwickeln. Ja? Do until ist eine Schleife, apply to each, macht er bei allen Elementen. Wir bedienen uns hier bei der Condition. Und hier gebe ich jetzt ein. Hier möchte ich quasi, dass die Antwort, die angeklickt wurde, benutzt wird. Und das ist in unserem Fall ist das Outcome. Ja? Das lernt man, das muss man wissen. Man kriegt ein Gefühl für diese Elemente und ich sage dann, okay, das ist der Outcome, ist gleich approve. Also sage ich, wenn approve, dann soll er nach links, wenn nicht, rechts. Jetzt gucke ich dann weiter. Was ist der nächste Schritt? Ist einfach, ich möchte das SharePoint-Item dann, dass da genehmigt steht. Ja? Ich update wieder das Item hier oben. So, jetzt kann ich selber suchen oder ich benutze einfach eine Kopierfunktion, sage, ich möchte das Element hier oben kopieren, kann dann über My Clipboard das hier oben suchen und dann sagt das schon, hat er mir alles ausgefüllt, weil ich es hier kopiert habe und hier unten nicht ausstehend, sondern genehmigt. Und auf der anderen Seite das Gleiche, nur soll er hier nicht genehmigt reinschreiben, sondern abgelehnt. Ne? Abgelehnt. So. Abgelehnt. Das war's eigentlich. Erstmal. Ja. Sehr einfach, flach, aber schnell. Halbe Stunde, 20 Minuten. Jetzt würde ich das Ganze mit der App mal kurz umgehen. Ich würde hier einfach selber in der Liste, kann man ja auch den Antrag stellen. Dann würde ich hier reinschreiben, jetzt brauche ich Kamera. Beschreibung für YouTube Streams. Investitionssumme, wie teuer ist sowas? 2000? Antragsteller bin ich. Abteilung Marketing. Speichere das Ganze. Bevor ich speichere, muss ich gleich sagen, ist gespeichert. Ich habe den Flow schon vorbereitet. Ich muss den anderen Flow ausschalten, sonst bekomme ich gleich zwei Genehmigungen. Ja. Der andere hieß Invest Request. Das heißt, ich kann, gutes Thema, ich kann auch die Flows ausschalten, ja, wenn ich sie jetzt gerade nicht brauche. Jetzt habe ich diesen Invest Request ausgemacht. Das heißt, wir haben nur den im Laufen. Wenn ich jetzt einen neuen Antrag stelle, drücke auf Save, kommen wir im Hintergrund. Kamera, genau. Sollte ich im Hintergrund eine, bekomme es im Handy schon, ich habe nämlich die Flow-App drauf, wo er sagt, neuer Investitionsantrag. Ich sehe es auf diversen Kanälen. Ich sehe es jetzt auf der Flow-Seite selber, unter Approvals. Ja, hier ist der Stehtische von vorhin. Kann jetzt den Stehtische, den ich ab, das war vorhin, das ist, kann hier noch ein Kommentarfeld hinzufügen. Hier ist meine Option Reject, sehe hier die Information, die ich eingegeben habe. Breche das ab. Jetzt möchte ich noch kurz was zeigen, weil man automatisiert wird auch eine E-Mail geschickt. Die E-Mail kann man anpassen. Man kann das ein bisschen schicker machen. Wenn das jetzt der Vorgesetzte ist, dann möchte man vielleicht nicht so eine technische Mail, sondern ein bisschen mehr Text rein. Und das Ganze kann auch über das Medium Outlook approved werden. Das heißt, Flow ist hier in die E-Mail integriert. Hier unten. Das heißt, ich habe keinen Medienbruch. Ich kann das in der Mail machen. Ja. Sehr attraktiv. Drück auf Approve für die Kamera. Sagt, passt. Habe ich schon geklickt? Nee, zum Glück nicht. Weil hier steht noch ausstehend. Ja, haben wir ja gesetzt. Das heißt, der Flow funktioniert. Geh nochmal in die Mail, drück jetzt auf Approve. Rein, bestätige. Und dann sollte da jetzt gleich genehmigt stehen. Das tut es auch. Sehr gut. Gucken wir uns nochmal den Flow an im Nachgang. MyFlows, Investitionsantrag.
ist einmal gelaufen, vor einer Minute, gucke ich mir an und sehe, okay, when is created, der ist erstellt worden, in der Liste so und so, hat die interne ID 8, das ist der Antragname, die Beschreibung und dann war ein Approval und wir hatten das approved. Sagt dann hier unten, okay, wer hat das approved, da steht hier, Responder, also der Antworter, ist der Admin gewesen, der Mod-Administrator, wäre jetzt halt ein Name, wäre jetzt Megan Bowen als Beispiel. Und in der Condition ist er nach links gelaufen. Das heißt, die Condition war true. Es stand approved, ist approved. Dann geht er nach links und updatet das Item. Genau. Alles Weitere würde ich jetzt mit vorgefertigten Flows zeigen, weil sonst würde das Ganze den Rahmen hier ein bisschen sprengen. Kommen wir zum letzten. Haben wir noch? Ja, klar. Sorry. Bitte. Du hast erstmal gesagt, es würde auch aus einem Visio-Prozess, also den ich vordefiniert habe, ein Geschäftsprozess, daraus ableitbar sein, diesen Flow-Prozess anzutriggern, oder? Visio? Also ich würde im Video jetzt Visio einen Geschäftsprozess definieren. Ne? Ja. Da war ja irgendwo auch dieser Business-Prozess-Flow als Auswahl, war ja auch Visio, ne? Auf Visio basiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder? Hast du erst gesagt das? Oder gezeigt? Ach so. Oder habe ich es falsch verstanden? Ja, da bin ich ehrlich, hast du mich jetzt erwischt? Okay, das, nee, passt. Visio gibt es seit, ich glaube, ein, zwei Monaten gibt es eine Integration, dass ich in Visio den Geschäftsprozess mit diesen vordefinierten Templates hier bauen kann und den importieren kann. Okay. Ja, ich habe das aber noch nie gemacht. Okay, ja. Egal, das war nur die Frage, grundsätzlich würde das gehen. Genau, grundsätzlich ist das möglich. Ich kann in Visio modellieren und kann es dann rüber reinschieben. Aber ich empfehle eigentlich, das in diesem Designer hier zu machen. Ja. Okay. Ich habe das jetzt noch nicht drüben auf Visio ausprobiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es schon so flüssig läuft wie auf dem Browser hier. Die zweite Frage wäre, ja? Also jetzt war der Genehmigungsprozess bis zu dem im Outlook, der es genehmigen kann, wie auch immer. Ne? Ja. Wenn ich jetzt einen Prozess mache, wo ich aber Daten an eine Datenbank zurückgeben will, genau. Ein beliebiges Programm, also wenn ich jetzt ja. Direkt eine SQL-Datenbank zum Beispiel ansprechen will, ja. Das könnte ich auch, wenn ich dann weiß, welche Datenbankfelder ich da benötige. Genau. Ich benutze mir dann einen Connector, Datenbank-Connector, je nachdem, welche Datenbank es ist. Und dann muss ich eine Verbindung aufbauen und dann kenne ich ja die Datenbank, das Schema. Und dann weiß ich, in welche Felder ich was reinschreiben muss. Richtig. Okay. Das kann ich, also das mit den Konnektoren, da kann ich alles benutzen, alle, die da sind. Also ich kann jetzt hier einen neuen Step machen, hier unten, und kann hier, wenn Sie jetzt Datenbank sagen, ich gebe mal einfach SQL ein, ja, und dann habe ich Azure SQL, Datenbank MySQL, XOA, und wenn ich jetzt einen SQL-Server habe, dann sagt er mir schon, welche Actions er hat, ja. Möchtest du die Information von einer Reihe holen, von einer Row? Möchtest du eine neue hinzufügen? Oder möchtest du eine bestehende updaten? Aber wenn ich jetzt draufklicke, dann will er bestimmt eine Verbindung, weil ja, ich habe jetzt keine Verbindung. Und dann würde das gleich aussehen wie mit der SharePoint-Liste. Dann fragt er nach und dann populiert er mir alle Felder, die möglich sind, die ich updaten kann, je nach Action. Okay. Ja? Bitteschön. Kommen wir noch zum letzten Use Case. Das ist so mein Lieblings-Use Case. Automatisierte Dokumentenerstellung. Ja? Mega interessant in vielen Szenarien. Wir haben jetzt, überlegen uns mal folgendes Szenario. Investitionsantrag muss unterschrieben werden. So ein Klick reicht mir nicht. Ja? Ich muss das unterschreiben, das ist Richtlinie bei uns bei der Arbeit. Das muss so sein. Sage ich, okay. Dann habe ich jetzt quasi einen Listeneintrag und dann muss ich dann das nochmal rausschreiben. Wäre doch cool, wenn wir irgendwie ein Word hätten als Template. Und das Template hat dann Felder und das wird dann automatisch befüllt mit den Elementen, die wir hier zur Verfügung haben. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe einen Flow. Nee, anders. Ich habe... Investitionsantrag wäre wieder unser Triggerpunkt. Dann habe ich Documents, eine Dokumentenbibliothek. Da habe ich die Investitionsanträge drin. Und da habe ich einmal ein Template definiert. Ja, das gucken wir uns mal gemeinsam an, das Template in Word.
Investitionsantrag oben, dann habe ich hier Antrag, Beschreibung, ja, ist eine Variable, Investitionssumme, Genehmigung und da greift mir quasi auf SharePoint-Felder hinzu. Das habe ich im Hintergrund hinterlegt, da habe ich gesagt, dieses Word-Dokument hat Zugriff auf diese SharePoint-Felder. Das sind dann Quick-Parts, nennen die sich technisch, kann ich hier hinzufügen und kann es abspeichern. Fertig. Wie funktioniert das jetzt in einem Flow? Wie kann ich da jetzt Daten hinzufügen? Ich mache mal wieder hier ein bisschen alles zu, sonst ist das immer so wild. Genau. Mache jetzt mal den Flow, den wir gemacht haben, schalte ich auch mal aus und mache den Dokumenten, das ist der hier, schalte den an, Investitionsantrag V2 und gucke mir den mal an. Gleiches Schema, when an item is created oder modified, ja, in dem Fall, also wenn wir ein neues Element haben in der Investitionsliste, dann habe ich erstmal, muss das wieder genehmigt werden. Ja? Muss ja irgendwo herkommen. Hier habe ich jetzt quasi dieses Teams, was angesprochen wurde vorhin, Teams-Antrag. Da habe ich jetzt quasi die Option, eine Choice-Option an einen bestimmten User zu schicken, geht auch in der Gruppe. Und da kann ich sagen, genehmigt, abgelehnt, habe ich als Choices. Und hier habe ich dann wieder Headline, die Message, die Summe hier drinne. Und im Nachgang ist es exakt das Gleiche. Da sage ich, welche Option wurde selektiert. Hier heißt es nicht Outcome bei Teams, hier heißt es Selected Option. Ja? Und prüfe, ob da genehmigt drin steht. Das heißt, hier muss eigentlich hier drin stehen. Genehmigt und genehmigt matcht. Wenn das matcht, jetzt geht's los. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Wie fülle ich ein Template aus? Der erste Schritt ist, ich hole mir das Template von Word. Hier sage ich, das ist in der Dokumentenbibliothek, in dem Ordner. Und es ist genau das, diese DocX. Hol mir mal dieses File, den ganzen File-Content. Dann hole ich ihn mir. Und dann sage ich in SharePoint, erstelle mir ein neues Dokument. Dann gebe ich den Ort an. Ja, das ist quasi eine Ebene drüber. Innerhalb von Investitionsanträge, das andere sind Templates. Dann sage ich hier, den File-Name kann ich bestimmen. Und hier kommt der kleine Trick. Hier schreibe ich einfach .docx dahinter, erstellt er mir ein Word und dann gebe ich hier unten als File-Content den File-Content von dem Template an. Jetzt habe ich erstmal das kopiert. Ganz plump. Aber jetzt will ich ja natürlich dann die Information, die ich in der Liste eingetragen habe, möchte ich natürlich dann auch in dem Word jetzt drin haben, in den Variablen. Wie geht das? Es gibt dann eine Action, die nennt sich UpdateFileProperties. Und dann sage ich in der Bibliothek das Dokument mit der ID. Die ID ist quasi von CreateFile. Ja? Kann ich draufbleiben und dann steht dann schon dran Body, CreateFile, ItemID. Und dann kann ich anfangen, meine Felder zu füllen. Und zum Schluss poste ich noch Investitionsantrag. Hier Link to Item, kann sich der Kollege dann runterladen, ausdrucken, unterschreiben, zurückschicken, je nachdem, digital signieren. Genau, wie sieht das Ganze live aus? Da kann ich jetzt auch mal den Test hier zeigen. Ich kann Test drücken. Ja. Dann kann ich entweder sagen, ich trigger selber. Das heißt, ich schreibe ein neues Item rein. Oder ich benutze von vorherigen Läufen, benutze ich die Information. Das heißt, gestern irgendwann habe ich eins gemacht. Das ist Axis, da laufen gerade parallel welche. Ich nehme aber das von gestern, drücke drauf, will die Information von diesem Antrag, drücke auf Test. Jetzt läuft der Flow, jetzt sieht man mal, man kann es auch live angucken, also nicht nur im Nachgang, sondern ich sehe live, okay, der hängt jetzt gerade hier. Theoretisch müsste ich jetzt in Teams eine Message bekommen haben, hier, Chat-Nachricht, neuer Investitionsantrag, Handy, das ist das von gestern gewesen, und sag, genehmigt. Kann auch einen Kommentar hinzufügen, bestätige das Ganze, ist genehmigt. Jetzt müsste ich, jetzt kommt hier ein Link, ja, zu dem Dokument, Handy DocX. Müsste ich mal jetzt gucken, ob das hier ist. Ist mir vor ein paar Sekunden erstellt worden, Handy DocX. Öffne das Ganze.
Genau, und dann sehen wir quasi, dass ich einmal Handy, ist der Antragsname, Beschreibung ist hier, die Summe ist 1000 Euro, genehmigt, ist genehmigt. Ja, das ist die Antwort quasi von dem Antragsteller. Kann nie abgelehnt drin stehen, weil rechts gibt es nichts. Genau. Würde ich sagen, können wir ein bisschen Vorpause machen. Machen wir dann um 15 Minuten weiter, das wäre um 10.25 Uhr. Und dann würden wir zum zweiten Teil gehen, wo ich ein bisschen Ausblick gebe, ein bisschen mehr technische Advanced Features zeige, die Power Plattform bereithält, aber auch im Umfang des Low-Code-Plattform, wenn es keine Fragen mehr gibt. Hat jemand dazu irgendwelche Fragen? Nee? Passt? Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir 15 Minuten Pause und dann sehen wir uns gleich alle wieder. Dankeschön.